Hallo und willkommen zu einer neuen Runde PUBG Mobile. Wir spielen heute Squad. Und ich muss tatsächlich am Anfang, während wir jetzt hier mal so ein bisschen die Sachen noch looten, muss ich tatsächlich mal sagen, was wollt ihr eigentlich? Ich habe jetzt gestern mal die Kommentare durchgelesen unter der Folge und teilweise so, du bist so schlecht, wie kann man denn so spielen? Alter, ich war jetzt, gestern habe ich die Folge, in der Folge habe ich gewonnen. Ich will jedes Mal, glaube ich, wenn ich jetzt bisher gespielt habe, war ich mindestens Top 10. Also, egal ob ich jetzt am Handy spiele, am Tablet spiele, am PC spiele, mit Emulator. Ich bin in 99% der Fällen bin ich Top 5. Und dann sagen Leute, ah, du spielst so vorsichtig. Alter, das ist, du musst überleben in diesem Spiel. In diesem Spiel geht es ums Überleben. Es geht nicht darum, möglichst viele Leute zu töten. Du musst am Ende der Letzte sein, der übrig ist. Das ist der Sinn dieses Spiels. Und ganz ehrlich, konstruktive Kritik, immer gerne gewünscht. Aber irgendwelche Klugscheißer, ey, ganz ehrlich, dann guck das Video nicht. Selber nicht ein einziges Spiel gewonnen und dann meinen, irgendwie zu mir sagen zu müssen, ich würde schlecht spielen. Ganz ehrlich, dann gebt doch Tipps. Wenn ihr es besser könnt, dann gebt Tipps oder seid ruhig. Ganz ehrlich, ey, da platzt mir echt der Arsch. Da platzt mir echt der Arsch, wenn ich das höre, solche Kommentare. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal. Das ist immer geil, wenn die Leute aus meinem Team einfach mal 800 Meter entfernt sind. Das ist gut. Ja, der eine ist im Auto, der bewegt sich einfach mal, glaube ich, der bewegt sich schon mal gar kein Stück auf uns zu. Der eine, den habe ich jetzt zumindest mal gefunden, der ist jetzt noch in der Nähe. Aber ansonsten, wir sind zumindest noch mitten in der Zone drin, in der Endzone, das ist schon mal ganz gut. Also da müssen wir uns auf jeden Fall schon mal keine Gedanken machen, dass wir da noch ein bisschen laufen müssen. Oh, da ist einer. Oh, ich bin so schlecht. Und habe ihn getötet, Monokito. Teilweise auch, haben sich Leute gefragt, warum ich manche Leute nicht gelootet habe. Das liegt einfach daran, wenn man teilweise weit weg ist natürlich von der Zone, dann hast du da öfters auch schon mal keine Zeit. Das ist einfach so. Du killst ihn zwar, aber dann irgendwie musst du trotzdem gucken, ja, dass du da auf jeden Fall den lootest. Oh, ich habe Schüsse gehört. Moment. Von geradeaus, ne? Die kamen doch von geradeaus. Da ist noch, das kann aber auch mein Typ gewesen sein. Crosstech 1337 kann das gewesen sein. Ja, der eine ist schon tot. Der andere war einfach mal 80 Jahre weg. Die Nummer 3 war auch einfach... Ey, die setzen Marker irgendwo auf der Karte und dann springen die da gar nicht ab. Das war auch ganz geil. Und ja gut, bei den Waffen, klar, da habe ich teilweise noch nicht den Überblick, was gut ist und was nicht. Und jetzt sind wir auf einem Balkon. Mal überlegen, was wir jetzt nehmen für eine Waffe. 66 Leute noch da. Es leben noch viele. Es leben noch viele Leute. Oh, da ist einer. Bam, 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 bam. Den haben wir schon erwischt, so. Da ist er doch. Kill Nummer 2. Und den loot ich jetzt natürlich, Leute, keine Sorge. Den loot ich auf jeden Fall. 63 Leute leben noch, 2 Kills, 3 Leute von mir leben noch. Mal gucken, Crosstech und MS Lower leben noch. Aber wir müssen natürlich auch mal aufpassen, wenn wir die Leute looten, vor allem, weil er jetzt relativ, ja... relativ offene Stelle ist eigentlich, aber Endzone bin ich ganz gut dabei. Ah, da kommt der eine Typ wieder. Ist er das mit dem Auto? Ja. Sind sie beide auf dem Auto. Und jetzt gucken wir mal eben. Munition. Ja, Waffen sind noch echt tricky, weil da muss ich echt noch gucken, was ist gut und was ist schlecht. Ja. Doch, es tut sich nichts. Oh, ein schönes Bild. Aber ein schönes Gemälde. 8 Leben noch. Ich hab 2 Kills gerade mal. Das ist echt wenig. Wir sind ja auch nur noch 2. Wo sind die Leute? Da ist einer. Komm. Ein Schuss, 2 Schuss. Na, Ziel. Oh, und der dritte Kill von mir. Die Frage ist, nehme ich das jetzt mit? Den loote ich jetzt, glaube ich, noch eben. Die Frage ist, sind das noch 7 Leute am Leben? Aber wir werden wieder Top 5 kommen. Ja, natürlich, obwohl ich der schlechteste Spieler der Welt bin, werde ich wieder Top 5 kommen. Da ist noch einer. Da oben ist noch einer. Kriege ich den? Will er weg? Ha, noch einen. Hehe, Praxt 5 haben wir getötet. Sehr schön. Allerdings, die Zone wird jetzt gleich auch kleiner. Ich muss gucken, dass ich die Kisten überhaupt noch finde. So. 2 Leute von uns leben noch. Das sieht ganz gut aus eigentlich.
Ich gehe immer mal wieder einfach auf den Balkon drauf, weil ich echt noch ganz gut in der Mitte bin. Aber, oh, Moment. 1 Minute 47. Das wird jetzt auf jeden Fall gleich kleiner werden. Das bedeutet, wir müssen echt... Ah, ich muss echt gucken. Mal umgucken. Salve oder Einzel? Ich glaube, ich nehme lieber Salve. Als Schuss. Au, 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 au. Mein Kollege schießt. Wo, 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 wo? Okay, er hat ihn getötet. Sehr gut. Boah, ganz ehrlich. Ey, wir sind noch... Es sind noch vier Leute und wir sind... Es sind vier Leute und wir sind noch zu zweit. Ey, das müssen wir doch gewinnen. So, wir looten jetzt mal eben die Kiste. Gucken mal eben, was da drin ist. Mal eben natürlich auch gucken. Ey, wir sind sehr, sehr offen hier. Wir sind sehr, sehr offen. Ja, ein bisschen Muni noch mitgenommen. Ansonsten... Ja, wie gesagt, ich habe bei den Waffen könnt ihr mir wirklich gerne Tipps geben. Ich bin ja auch wirklich dankbar. Ich bin ja auch dankbar für jene Tipps. Wirklich. Es ist ja wirklich nicht so, dass ich bei Tipps... Ihr kennt mich ja. Ich bin immer dankbar für jegliche Form der konstruktiven Kritik und der Tipps. Aber wenn dann irgendwer schreibt, du bist schlecht. Das kennt man auch normalerweise nur von Marvel-Videos. Leute. Also. Wir sind wieder mal Top 4. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen sputen. Okay, mein Kollege ist sich gerade am Heilen, auf jeden Fall, wie es aussieht. Da ist, fällt gerade eine Kiste runter oben. Das bedeutet, da wird auf jeden Fall Party sein. Okay. Ich trinke mal eben noch schnell einen Schluck. Wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, was mein Kollege da macht. Aber ich würde ihm raten, auf jeden Fall mal ein bisschen weiter zu laufen. Denn, jo. 100 Meter habe ich jetzt noch. Er hat ein bisschen mehr. Okay, er scheint mir jetzt zu folgen. Nein, er dreht sich wieder um. Was macht er denn? 20 Sekunden noch. Er muss sich jetzt ein bisschen beeilen. Ja. Keine Ahnung, Kostek, was du da treibst, aber... Ich würde das Spiel auf jeden Fall ganz gerne gewinnen. Wir müssen jetzt aber ein bisschen vorsichtiger sein. Er bewegt sich einfach mal gar nicht. Wir gucken einfach mal, da hinten ist unser anderer Kollege gestorben. Ach man. So. Los geht es. Los geht es, los geht es, los geht es, los geht es, los geht es. Boah, jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Hier ist auch wieder sehr, sehr offen, was das angeht. Okay. Ja. Wir sehen das ja oben rechts. Die Zone wird jetzt einfach mal viel kleiner und er macht gar nichts. Ja, er dreht sich nur in die, er dreht sich dahin, ja. Super. Super, jetzt fängt er an zu laufen. Ey, ist das dein Ernst? Ja, tschüss. Tschüss, Kostek 1337. Danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Mann, ernsthaft? Er hat nichts gemacht. Jetzt läuft er hinter der Zone hinterher, aber das wird doch nie im Leben reichen. Oh, was ein Trottel, ey. Ja, super, danke schön. Danke, Kostek, dass du zu lange außerhalb warst des Spielbereichs. Oh, oh, jetzt wird der Spielbereich aber extrem kleiner. Oh, 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 oh. Okay. 1 Minute 18. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen... Ja, lohnt sich das, noch ein bisschen rumzukriechen oder sollen wir ein bisschen aufstehen? Ich gucke gerade mal so ein bisschen in die Richtung rüber. Da hinten ist auf jeden Fall die Kiste runtergekommen. Wir sehen das an dem Rauch. Wir laufen mal ein bisschen weiter. Ah, ich habe noch irgendwas im Hintergrund offen. Es ist ein, zwei Mal ist es am Längen. Aber hoffentlich wird uns das nicht noch zum Verhängnis. Ich muss irgendwas noch im Hintergrund geöffnet haben, was mir jetzt ein bisschen... was ein bisschen schlecht ist. Aber wir werden es trotzdem schaffen. Drei noch. Wieder Top 3. Wieder Top 3. Ist zwar diesmal Squad gewesen und nicht Solo oder Duo, aber immerhin. Ich beschwere mich nicht. Ich war bis jetzt so oft schon Top 3 oder so. So schlecht kann ich gar nicht spielen. Da sagen auch Leute, ich würde zu vorsichtig spielen. Aber es ist, du musst doch deinen eigenen Stil finden. Du musst so spielen, wie du das für dich am besten... Wie du das für dich am besten hast einfach. Manche Leute spielen halt lieber gerne offensiv, manche spielen... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es kam eher von rechts, oder? Manche spielen lieber offensiv, ich spiele lieber ein bisschen defensiver. So ist das. So ist das halt. Man muss halt für sich den richtigen Stil finden. Und muss halt gucken. Ich habe mich jetzt gerade mal hingelegt. Hm. Oh, ey, hoffentlich leckt das nicht zu sehr. Drei Leben noch. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen mich um. Am geilsten wäre es natürlich, die würden sich jetzt gegenseitig tot machen. Dann wären es noch zwei. Also entweder er schießt auf mich oder er schießt auf den Gegner. Ich würde eher gerade tippen, er schießt... Ich weiß halt auch nicht, ob es... Oh, oh, verdammt, 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 verdammt. Jetzt muss ich ein bisschen rennen. Das war unvorsichtig von mir. 59, 50 Meter. Hoffentlich reicht das. Boah, ich muss jetzt in die Zone rein und sobald ich da drin bin, muss ich mich direkt auf den Boden schmeißen. So, direkt auf den Boden schmeißen. Und direkt jetzt mal den Erste-Hilfe-Koffer nehmen. Nein! Oh, verdammt, das war knapp. So, Erste-Hilfe-Koffer. Boah, zum Glück hatte ich den noch. Es sind immer noch drei Leute. Hä, wo sind die denn? Okay, die werden wahrscheinlich hinten irgendwo bei dem Turm sein. Energy Drink. So, jetzt bin ich ready to go.
Aber es sind 66 Meter, also... Ich kann jetzt eigentlich nicht so viel weiter kriechen, aber ein bisschen müssen wir das noch machen. Sehe ich denn irgendwen? Ich gucke mal gerade. Adlerauge Fred! Sehe ich wen? Sehe ich wen, sehe ich wen, sehe ich wen, sehe ich wen, sehe ich wen? Nein, ich sehe noch keinen. Oder? Hä? 40 Meter? Ich muss mich jetzt gleich mal echt beeilen. Ich will den aber auch nicht mitten reinlaufen. Boah, schwierig jetzt. Am Ende ist es immer, aber ich bin lieber zu vorsichtig und werde dann dafür irgendwie Zweiter oder so. Als dafür, dass ich dann wirklich ultra reinlaufe in alles und am Ende irgendwie 30. oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Es geht einfach darum, als Letzter zu überleben. Und ich bin jedes Mal Top 3. Oder Top 5. oder so. So. Lol. Ein Auto. Ein Auto, 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 ein Auto. Da ist noch einer. Okay, okay, okay. Einfach mal drauf. Au, einfach mal draufhalten. Habe ich ihn erwischt? Nein, noch nicht. Da ist auch noch einer. Den habe ich erwischt. Okay, die... Ja, okay, okay, okay. Du hast Crack. Okay, er versucht nur hochzukriegen. Den haben wir. Sehr gut, 5 Kills. Okay, jetzt ist noch einer. Oh, ey, diese Legs, bitte. Das kann mir jetzt nicht zum Verhängnis werden. Er sitzt natürlich hinter dem Auto irgendwo. Vermute ich mal. Er hat sich nicht bewegt. 1 Meter bin ich weg. 3 Meter bin ich weg. Ich darf nicht... Nein, die... Oh, nein, 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 nein. Nicht gut die Zone. Nicht gut die Zone. Oh, bitte, 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 bitte. Wo ist er? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Ah, Top 2. Ich will jetzt natürlich auch gewinnen, ist klar, aber... Okay, er schießt. Geradeaus. Er ist geradeaus. Er ist geradeaus. Vor allem, ich habe ihn noch erwischt. Dein Ernst. Dein Ernst. Dein Ernst. Ey, Leck des Todes. Leck des Todes. Ja, Mann, ärgerlich. Na gut. Aber so ist das nun mal. Man kann ja nicht immer gewinnen. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Tschüss.